Das ist der Virus. Wir dürfen den Virus nicht rauslassen. Das Steuerungssystem muss im Labor sein. Chris! Was ein Idiot, ey. Guck mal, das sind Laser. So, und an dieser Stelle, hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession und einer neuen Woche voller Resident Evil Revelations. Wir sind immer noch in Kapitel 9. Und sehen uns jetzt mit Jill und Chris das Labor an Bord der Queen Zenobia an. Und ich spiele gerade mit dem Gedanken, vielleicht, dass am Anfang der Kapitel kommt ja immer dieses bisher bei Resident Evil Revelations. Ich spiele gerade mit dem Gedanken, das vom letzten Mal, also vom Kapitel 9 hier vor diese Folge einzuspielen als Einstieg. Ihr seht ja dann, ob ich das gemacht habe oder nicht. So, aber hier auf jeden Fall eine Laserbarriere, durch die wir wohl nicht durchkommen, wie uns Chris gerade gut demonstriert hat. Und in dieser Virusplörre da unten wollen wir auch nicht rumtauchen. Da ist der Laser offline. Dann gehen wir wohl erstmal darum, auch wenn dieses Kraut da hinten natürlich verlockend ist. Aber da noch irgendeine Tür ist, vermute ich mal, dass wir da noch irgendwie hinkommen werden. Oder wir müssen jetzt einfach den Laser ausschalten, so oder so. Ich bin ganz ehrlich, ich war nach den Ereignissen der letzten Folge, wo Quint und Keith gestorben sind und O'Briens Plan offenbart wurde, so neugierig darauf, wie es weitergeht. Ich habe direkt weitergespielt. Ja, da kommt es nicht durch, wa? Das heißt, für mich sind jetzt wirklich nur Minuten vergangen. Ich bin direkt in die nächste Aufnahmesession eingestiegen. Ich habe noch nichts gerendert, bearbeitet oder sonst irgendwas. So, hier könnten wir rum. Hier ist auch eine Tür. Aber die öffnet sich nicht. Das nur so als Hintergrundinfo. So, jetzt gehen die beiden aus. Jetzt kann er da komplett durch. Okay, aber was hat uns das bitteschön gebracht jetzt? Außer da drüben ist auch aus. Jawohl, weil die öffnet sich ja nicht. Oh, da werden noch viele schöne Spielereien mitkommen, befürchte ich. Mit diesen Lasern. Ich glaube nicht, dass das das einzige Mal war, dass wir damit zu tun haben. Und das da will ich haben. Oh, warte mal. Ich finde das auch gut, dass dieser Laser Gegenstände, also dieser Scanner Gegenstände durch Wände hindurch scannen kann. Es muss eine Art Schließmechanismus geben. Ach so. Hier, direkt nebenan. Dass ich jetzt direkt die nächste Aufnahmesession gestartet habe, könnte in dahingehend ein Problem sein, falls meine Hardware hier wieder ein bisschen heiß läuft. Ich vermute nämlich, dass das die Ursache dafür ist, dass wir manchmal bei unseren PS3-Aufnahmen Aussetzer haben. Bei Tomb Raider hatten wir das ja, hier bei diesem Spiel hatten wir das auch schon. Muss ich einfach mal beobachten. Pistolenmunition, nichts, aber grüne Kräuter, gut, da liegt was zu lesen. Könnt ihr euch schon mal drauf einstellen. Und hier haben wir eine MG-Munitionskiste. Jawohl. Und passend auch gleich die MG-Munition daneben. Wir haben ja das letzte Mal mit Quint und Keith festgestellt, dass diese MGs richtig, richtig geil sind. Die haben die Hunter auseinandergenommen wie sonst was. Und natürlich die BOW-Fallen, von denen Jill auch noch zwei hat. Sowie zwei Handgranaten und sechs Impulsdinger. Aber die werde ich mir auch erstmal aufsparen. Außer in Krisensituationen. So, Fertigstellung des neuen Virustyps. Das T-Abyss-Virus enthält genetisches Material des Abyss
und das T-Virus. Was genau ist dann der Abyss-Virus? Für sich selbst ist das Virus zwar keine größere Bedrohung, doch es hat es uns möglich gemacht, waffenfähige Meeresviren zu studieren. Ich fürchte, mein Name wird eines Tages im Zusammenhang mit der Herstellung der furchtbarsten Waffe der Welt in Verbindung gebracht werden. Simulationen zeigen, dass wenn das Virus in gelöster, aber ausreichend konzentrierter Form in ein entsprechend großes Seegebiet entlassen werden würde, es innerhalb kürzester Zeit das gesamte Weltmeer verseuchen würde. Angefangen mit Bakterien zum Zeitpunkt der eigentlichen Kontamination, würde dann eine Kettenreaktion ausgelöst werden, die ausnahmslos alle Lebensformen im Meer betreffen würde. Sobald das T-Abyss-Virus einen Bereich des Meeres verseucht, wird es genetische Mutationen bei allen Lebensformen im Gebiet verursachen. Es ist unmöglich, die schwerwiegenden ökologischen Folgen für die Menschheit abzuschätzen. Ich bezweifle, dass es bei meiner Arbeit wirklich darum geht, Bioterrorismus und Ausbrüche von Biogefahren zu verhindern. Aha. Hier an Bord wurden also Experimente mit T-Abyss durchgeführt, unter dem Vorwand, wir müssen das Ding untersuchen, um die Gefahr des Bioterrorismus einzudämmen. Das klingt eher nach etwas, was die FBC machen würde. Also unser guter Freund Morgan. Ich spinne jetzt einfach mal die Idee weiter, dass O'Brien Morgan aus der Reserve locken will, um irgendwas zu enthüllen, was die FBC gemacht hat. Oh. Und wenn man das mal weiterspinnt, wenn die Satellitenkanone das Schiff zerstört hätte, wäre der Virus dann verdampft oder ins Meer entlassen worden? Das ist ja auch was, wo man drüber nachdenken muss. So, Gewehrmunition nicht mitnehmen, scheiße. Illegales Zubehör. Und hier liegt wieder was zum Lesen. Es wird eine Lesestunde heute, befürchte ich. Märchenonkel. Materialien zur Entwicklung von Malkoda. Die Entwicklung von Codename Malkoda war reiner Zufall. Wir infizierten verschiedene Fischarten mit dem T-Abyss-Virus als Teil unserer Forschungen bezüglich Wasser-BOWs. Zufällig war eines dieser Testobjekte bereits mit Parasiten kontaminiert. Es handelte sich dabei um Gyrodactylus salaris, einen kleinen monogenetischen Ektoparasiten. T-Abyss infizierte damit sowohl den Wirt als auch den Parasiten. Die aus der Doppelinfektion resultierenden Mutationen erlaubten in Konsequenz die Verbesserung der gesamten BOW-Entwicklung. Eine Malakoda-Larve ist nur einen Zentimeter lang. Da sie so klein ist, kann sie als Parasit verwendet werden, um einen Wirt mit einer ausgeschiedenen Flüssigkeit zu infizieren, die den Virus enthält. Der Parasit mutiert im Wirt und wächst rapide. Vielleicht verstärkt der synergetische Effekt von T-Abyss zusammen mit dem Sekret den Metabolismus des Organismus. Die Größe des Malakoda steigt mit der Größe des Wirts. Zwar müssen klinische Tests durchgeführt werden, doch mit einem Wal als Wirt wäre die Größe des Malakoda theoretisch grenzenlos. Ich glaube, das sind die Viecher, die Chris und Jessica auf dem Weg zum Schiff angegriffen haben, diese Malakoda. Was liegt hier? Ein Schädel. Magnum-Munition und was zu lesen. Hey. Tagebuch des Weltro-Agenten. Zweiter Teil. 2004, Tag 3 nach Missionsbeginn. Die Mission war ein Erfolg. Terra Grigia ist die manifest gewordene Hölle auf Erden. Wir haben den ultimativen Virus entfesselt, um die Stadt in Angst und Schrecken zu versetzen. Die FBC hatte Soldaten geschickt, aber gegen uns waren sie machtlos. Unser Ziel ist erreicht. Die Welt weiß nun, dass sie nicht auf die Hölle warten muss. Sie ist bereits da. Öffne deine Augen, Welt. Öffne deine Augen und blicke der Wahrheit ins Antlitz. Bernard Corti. 2004, Tag 6 nach Missionsbeginn. Das Schiff ist kontaminiert. Der Virus hat meine Kameraden in schreckliche Monster verwandelt, die alle anderen in Monster verwandeln. Wieso geschieht das? Wir wollten die Massen in die Hölle stürzen, nicht uns selbst.
Das gleiche geschieht auf der Serion Semiramis. Der Virus hat alle Schiffe kontaminiert. Das kann kein Zufall sein. Irgendjemand hat uns die ganze Zeit über benutzt. Aber wer? Keiner von uns würde jemals Veltro hintergehen. Nur der mysteriöse Geldgeber würde das tun. Er ist der Einzige, der nicht hier ist. Norman, wir brauchen Ihren Rat. Sie müssen uns aus dieser schrecklichen... Der Rest des Papiers fehlt. Der mysteriöse Geldgeber. Ich krieg mehr und mehr den Verdacht, dass es sich dabei um den Direktor Morgan von der FBC handelt. Ich sag ständig Morgan, ich bin mir gar nicht sicher, dass der wirklich so heißt. So, und hier können wir anscheinend was öffnen. Igitt. Bist du steif gefroren? Was haben wir hier? Bumm. 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 Drei Schuss, das ist sehr effektiv, dieses Aufladen. Gefällt mir. Für die haben wir vorher fast ein ganzes Magazin gebraucht und jetzt gehen die mit einem Schuss zugrunde hier. Ich hätte fast Schiss gesagt. Ah, da habe ich mich ja noch gestoppt. So, der wacht auch nicht auf, ne? Okay, aber das hat es irgendwie nicht so ganz gebracht. Kann ich den Schrank da öffnen? Sonst gehen wir nämlich dann jetzt durch die nächste Tür. Hallo, hallo, hallo. Das muss das Steuerungssystem des Labors sein. Da steht noch ein Kraut. Funktioniert es? Wir brauchen einen Code, um das Neutralisationsmittel zu aktivieren. Okay, ich durchsuche das Labor. Nee. Gut, ich brauche Zeit, um die Steuerung zu verstehen. Natürlich tust du das, Jill. Aber bevor du... Nanu? Ist diese Flüssigkeit etwa der Virus? Aber wieso ist da eine Leiter? Heißt das, wir gehen nachher noch Virus baden? Nicht, dass uns Jill hier am Ende auch noch mutiert. Nachladen 1, ein großes Magazin. Aha. Hier machen wir erstmal die Magnum. 1680 Schaden. Wow. Nachladegeschwindigkeit erhöht. Magazingröße um 100% erhöht. Das hauen wir auch mal der Magnum rein. So, gleich mal nachladen. Damit wir das andere Zeug, was die andere Munition, die wir eventuell noch finden, dann auch einsetzen können. Ich mache mir gerade schon mal so ein bisschen Gedanken, was für Munition ich bei einem eventuellen Endgegner dann mitnehmen würde. Ich erwarte nämlich wirklich, dass wir hier noch einem Tyranten gegenüberstehen, früher oder später. Das ist ja so ein Resident Evil Standard, vor allem wenn der T-Virus mit im Spiel ist. Und dann würde ich die Magnum mitnehmen, denke ich. Natürlich den Raketenwerfer. Und dann müsste ich mich entscheiden zwischen dem Gewehr und der Schrotflinte. Aber ich glaube, ich würde die Schrotflinte mitnehmen. Und hoffen, dass das dann reicht, von der Munition her. Okay, aber jetzt wollte ich die Magnum erstmal wegpacken. Und zwar für... Bam. Und das Gewehr packen wir mal weg, nehmen wir... Also das Schrotflinten packen wir weg, nehmen wir das Gewehr mit. Ich rechne nämlich stark damit, dass wir hier noch einigen Skarmiglione begegnen werden. Ich sag das Wort immer noch furchtbar gerne. Da gibt's auch so ein wunderschönes Lied. Zu den... Final Fantasy Bossen. Ich habe letztes Mal schon gesagt, Skarmiglione ist ein Boss aus Final Fantasy 4. Teil von vier Erzdämonen. Und für diese vier Erzdämonen, Skarmiglione, Barbarizia, Rubikante und wie hieß denn der vierte? Ich hab vergessen, wie der vierte hieß. Na, auf jeden Fall. Ich hab den Türcode geknackt und öffne sie. Sei vorsichtig.
Alles klar, darauf kannst du wetten. Auf jeden Fall gibt es für die vier ein Lied. Das könnt ihr bestimmt auf YouTube finden. Und da muss ich jedes Mal dran denken, wenn ich Scamiglione sage oder lese oder höre oder ach du Scheiße. Sowas hatte ich befürchtet. Okay, wir können erstmal hier rüber. Aber wir können nicht darunter. Okay, wo ist hier offen? Hier ist bestimmt irgendwo offen. Hier ist offen. So, geradeaus geht's nicht weiter. Wir müssen jetzt hier zu dem Kraut. Ah, ich sehe unser Ziel. Hier rein. Scheiße. Ach so, hier. Taste drücken, ja. Gut, jetzt kommen wir zurück. Präzisionsarbeit. Jetzt sind wir hier wieder draußen. Aber wir können jetzt hier rein. Und darunter. Oh Gott. Ich hab dir doch gesagt, du sollst aufpassen. Wer weiß, was für BOWs noch kommen. Das war so ein Malakoda-Vieh, glaube ich. Also ich gehe mal davon aus, dass das Malakoda sind. Diese Dinger, die Chris im Wasser angegriffen haben da, wo wir mit dem Maschinengewehr gefahren sind. Ich werde die jetzt einfach so nennen. Oh nein. Ich bin mir auch nicht sicher, aber ich glaube, ich höre zwei davon. So, kann ich den von hier schon erwischen, so als Einleitung? Wow, was ist das denn jetzt? Bist du tot? Das ging wesentlich schneller als letztes Mal. Das Gewehr ist also das Mittel der Wahl bei denen. Aber da steht noch... Achso, das ist so ein... Ah, ne, da oben. Da oben ist noch so einer. Den kriege ich doch von hier. Hi. So. Die Form kriege ich jetzt auch mit Pistole. Da weg. So. Wow. Du hast diesen Mist doch nicht etwa nach mir geschossen da, oder? Geht doch.